Wir leben hier, als ob wir die letzte Generation sind. Und dass viele junge Menschen sich auch Generation Z nennen, macht mir Angst. Das hört sich an wie die letzte Generation. Nennt euch nicht Generation Z. Also die Leute fragen sofort, Sadhguru, wie wird die Welt untergehen? Schau, das ist das größte Problem des menschlichen Verstandes. Sie möchten eine Vorhersage. Nur Idioten, die keinen Plan haben und die entschlossen sind, einen Plan auszuführen, kommen mit Vorhersagen daher. Sag mir, möchtest du eine Vorhersage oder sollen wir einen Plan machen, damit wir gut leben können? Wir brauchen einen Plan und wir brauchen ein unermüdliches Engagement, um sicherzustellen, dass der Plan umgesetzt wird. Lasst es uns wahr machen. Das ist sehr ermutigend. Ich kann als Motorradfahrer sagen, und ich mag auch Motorräder, es ist nicht einfach. Hauptsächlich, dieser Mann hat sich verschrieben. Das ist es, was ihn so beeindruckend und so, ich würde sagen, Menschen so berührend macht. Es berührt die Menschen. Er weiß, wie er die Nachricht rüberbringt. Und mit ihm zu tun, was er tut, ist etwas, das sehr beeindruckend ist und was als sehr, sehr einnehmend empfunden wird.